Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video ever. Wie ihr seht, liegt hier ein seltsames Paket, das nach Radevorwald in Germany geschickt wurde. Aus dem Vereinigten Königreich, genauer gesagt aus Newcastle upon Tyne. Und darin kann eigentlich nur irgendwas von selten sein. Hallo Aya. Und zwar kam das folgendermaßen. Wir hatten Skyclad dieses Jahr ja auf dem Rock Harz besucht. Und ich hatte bei der Gelegenheit mit Steve Ramsey kurz darüber gesprochen, was denn beim neuen Satan-Album es mit der Bonus-CD bzw. Bonus-LP und den darauf enthaltenen Bonus-Tracks auf sich hätte. Und er meinte, ach, das lohnt sich durchaus, sich das zu kaufen, weil die Versionen doch recht ab von den finalen Fassungen wären. Dass also da teilweise ganze Parts noch umgeschmissen wurden oder Texte verändert oder nicht final waren. Ja, und als ich dann sagte, ich habe vor, mir das zu kaufen, also das Boxset, sagte er, kauf dir das nicht. Schick mir eine E-Mail mit deiner Adresse. Und ja, dann kam heute dieses Paket hier an. Nachdem ich vor circa 8 Wochen ihm dann nochmal schon mal vielen Dank ausgesprochen hatte und ja. Da ist es. Zwei LP, Album Bonus LP, Digipack, Bonus CD, Flag, Backpatch, Artprints, Fotocard. Jo, packen wir den Karton mal zur Seite. Und dann muss man das jetzt hier auch noch irgendwie vorsichtig öffnen. Ja, also ich hätte jetzt echt durchaus kein Problem damit gehabt, wenn Steve jetzt so viel um die Ohren hätte, um sich das dann tatsächlich zu merken. Aber nein, 8 Wochen nachdem wir darüber geredet haben, kommt hier pünktlich das Boxset an. Das ist ziemlich stark. Also so. Okay, das geht hier auf. Dann haben wir oben drauf liegen die Flagge. Die kann man noch aufhängen, sehr schön. Ich meine, da sind tatsächlich Löcher in den Ecken. Ja, verstärkt. Quadratisch das Album-Artwork. Okay, das passt jetzt nicht vor die Kamera. Als nächstes die Limited Number One der Forever Sonne Edition. Auch sehr geil. Das ist jetzt, genau, das ist nur das normale Album als Digipack. Die Bonus-CD gibt es dann extra. Da sind dann die ganzen Demos drauf. Ein Echtheitszertifikat, das hier ist Nummer 534 von 800, gab es ja auch noch in Spezialversionen von diversen Händlern. Ein Backpatch, noch eine Kutte. Eine Autogrammkarte, die sollte man, was ist das denn hier? Autogrammkarte. Was ist das? Tourpaket 2016, Nordamerika. Das sind wahrscheinlich dann Tourdaten für dieses Jahr, im Oktober Nordamerika. Von wo ist das? Gute Frage.
Steht nichts hinten drauf. Kenne ich jetzt nicht das Motiv. Oh, nach 2016 Naturdaten. Wiederum Nordamerika. Jo, und dann sind wir schließlich beim Album angekommen. Doppel-LP. Da müssten wir jetzt natürlich auch wieder reingucken. Oh, au, ich kriege hier Rückenschmerzen. Ah. Da gibt es ja auch diverse Farben jetzt. Keine Ahnung, was hier drin ist. Okay. Liegen lose bei. Und das ist die goldmarmorierte Version. Ja, dann weiß ich doch, was ich heute hören werde. Mal gucken, was es da drin gibt. Texte. Noch ein Beileger. Download-Code. Kann man ja auch immer mal brauchen. Ja, das wär's. Wow. Da werde ich wohl zum nächsten Satan-Konzert wieder eine Flasche Whisky kaufen müssen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich werde da mal die Platte anmachen. Ciao, ciao.